Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Und heute habe ich für den guten alten Tom Arte mal eine Arte-Doku mitgebracht, die sich um die neue rechte Jugend dreht in Frankreich. Und Jo, ja, es waren ja Arti. gerade Wahlen. Genau. Die leider überhaupt nicht gut ausgegangen sind in Frankreich. Also Findest du? katastrophal. Moment, kennst du die Ergebnisse? Ja, also ich sag mal so, auf dem Papier sieht's scheiße aus. Also da ist das so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ungefähr. Ne? Aber wenn du dir die reinen Leute anschaust, also das Wahlvolk, dann haben die ja noch mal richtig zugelegt zur Vorwahl. Ja, und genau da ist das Problem. Also, die haben irgendwie 30% der Populärwahl, sag ich mal, bekommen. Also, 30% der Franzosen haben, sag schon, RN gewählt. Also, Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen. Im Parlament sind das aber nicht dann 30%, sondern viel, viel weniger. Ich glaube, 22 oder 20, weil die ganzen linken Parteien halt sich zusammengetan haben. Um das kurz zu erklären, wie das Wahlsystem dort ablief, das ist dort bei denen so ein bisschen wie bei uns mit der Erstwahl. Wenn du jetzt zum Beispiel Bürgermeister wählst, da kann Genau. halt nur eine Person am Ende diesen Sitz bekommen. Und da war halt das Problem, die haben das ganz geschickt gemacht, also die Macron-Leute und die Linksextremen, und man muss wirklich sagen, Linksextreme, Oh ja. die haben sich zusammengeschlossen und haben geguckt in den Bezirken, wer von uns ist stärker? Ist hier der linksextreme Kandidat oder linke Kandidat stärker oder der Macron-mäßige Kandidat? Das heißt, glaube ich, Ensemble, dem seine Partei oder Genau. Liste. Awesome, ja. Genau, und je nachdem, wer stärker war, der durfte dann weiter antreten. Der andere hat sich zurückgenommen und hat dann dazu Die aufgerufen, Wahlempfehlung, genau. Ja. demjenigen seine Stimme zu geben. Und dadurch ist es halt so krass gedreht worden, dieses Ergebnis. Also es ist. Ja, also Also, der sie Macron, haben. muss man sagen, ist ein Stück weit ein Pakt mit dem Teufel eingegangen, weil er hat jetzt Ja. wirklich in seinem Amt, in seinem Kabinett Linksextremisten zu sitzen. Also Leute, die muss man halt auf eine Stufe stellen wie bei uns irgendwelche linken Kandidaten. Katja Kipping oder sonst wer, die sagen Migration auf und Geld für alle und die volles Programm. Die hat er jetzt am Start. Hauptsache nicht Rassemblement National. Also man muss sagen, die haben halt so ein ähnliches System wie in England, wo ja, der den Bezirk gewinnt, kriegt halt dann alle Stimmen sinngemäß und besetzt den halt und der andere kriegt gar nichts. Selbst mit 49% bekommt er nichts. So ist es dort auch. Und ja, wie du schon gesagt hast, die haben halt geschaut, wer gewinnt wo oder wer ist stärker wo und der wurde dann vorangestellt, ja. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, einfach perspektivisch gedacht. Klar, jetzt ist es natürlich scheiße, aber Frankreichs Probleme mit der Migration und mit diesem, ich sag mal, kolonialen Alterbe, was sie dort haben, von Algerien etc., das bleibt ja bestehen. Das ist ja jetzt nicht weg. Es wird ja sogar noch beschleunigt. Und Ja, deswegen denke also ich, ich das glaube, läuft gut. du sagst da ein interessantes Stichwort Beschleunigung. Also wenn man jetzt ein Vertreter von Akzelerationismus ist, dann ist das wirklich das Beste eigentlich, was passieren konnte. Weil dann, also jetzt müssen die Franzosen eigentlich aufwachen, wenn es jetzt wirklich noch krasser alles in die Binsen geht, die Städte sich noch schlimmer entwickeln. Ja, also deswegen. Und die Leute, die jetzt gewählt haben, also, ne, die werden ja jetzt nicht aufhören. Also, das ist solche Wechselwähler, die dann, wenn du einmal die böse Seite der Macht sozusagen gewählt hast, die dann wieder zu den Grünen oder was sie auch immer da im Angebot haben, gehen. Das ist halt gering bei denen. Ist gering, gibt es aber leider. Also wir haben das ja auch bei der AfD gesehen. Also Ja. na, das schwankt auch immer mal nach unten leider. Aber gut. Lass uns einfach mal hier starten, oder? Ja, stimmt so. Also Frankreich, die neue rechte Jugend von Arte. Viel Spaß. Heute fahre ich zum ersten Mal nach Marseille. Das ist mein allererstes Meeting. Moment, setz dich mal so hin wie vorher. Jetzt machen wir ein Foto. Ich treffe auch zum ersten Mal bestimmte Leute, wie Adrien und Cassandra. Wir sind alle wegen derselben Sache hier. Der Rassemblement National als beliebteste Partei bei der Jugend? Das ist wohl zum Teil Jordan zu verdanken.
Sie sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Sie kennen einander nicht, aber alle leben sie im ländlichen Departement Saint-Étienne. Früher ein blühender Industriestandort. Du bist sicher die Jüngste beim RNG Loire. Darauf bin ich ganz schön stolz. Toll, dass du mit 16 deinen Mitgliedsausweis geholt hast. Ja, dabei wollte ich mir den schon lange holen. Braucht man da nicht die Erlaubnis der Eltern? Weiß ich nicht. Den habe ich mir mit meiner Bankkarte geholt. Ich habe meinen mit 18 geholt. Sind deine Eltern in der Politik? Nein, die interessiert das nicht. Und gehen sie wählen? Doch, wählen gehen sie schon. Und sind sie eher rechts oder links? Keine Ahnung, wir reden nicht zu viel darüber. Meine sind eher rechts. Ich muss kurz Pause machen. Das sind doch bisher ganz gute Optics. Ich meine, vier sympathische junge Menschen, die ja halt in der Jugendorganisation der Rassemblement National sind. Also ein bisschen vergleichbar mit unserer jungen Alternative. Also, das ist doch bisher nett. Ich finde es interessant, wie sich die Bilder gleichen, dass auch bei denen sozusagen die rechte Alternative bei der Jugend sehr, sehr beliebt ist. Mhm. Und als auch zeitgleich. Also fast so, als gäbe es da irgendwie gemeinsame Probleme. Ja, der große Grund wird sein, darüber habe ich auch letztens erst mit meinen Eltern gesprochen, ist halt, dass die Jugend diese Probleme ja viel mehr sieht. Also das Ding ist, du als Jugendlicher ist ja erstmal in deiner Alterskohorte die Migration noch viel schlimm, weiter vorangeschritten. Ja. Also und du kriegst es halt dein Leben lang schon in der Schule mit, wie sich jetzt, was weiß ich, irgendwelche ausländischen Leute verhalten an der Schule, wie aggressiv die sind, wie gewalttätig. Du wirst und wie die Zahlen halt anders sind als im öffentlichen Fachraum halt, ne? Ja, und auch einfach, wenn du in die Disco gehst als junger Mensch, ich meine, dann kriegst du auch die Probleme damit. Und die kriegst du halt, das sind die Probleme, die du als Jugendlicher siehst. Ja, ja Taha Rusch lässt grüßen. Das sind die Probleme, die du als Jugendlicher siehst und spürst. Aber halt ich hatte als jetzt eher älterer, besser gedacht, aber ja. Als älterer Herr, der du da so, naja, mit deinen gleichaltrigen Leuten rumhängst, am besten noch eher ländlich, da kriegst du halt die Probleme nicht so mit. Beim dörflichen Bingo-Abend ist es eher ungewöhnlich, sagen wir es mal. Ja, ja, ja. Und wie haben es deine Eltern, haben die was dazu gesagt? Oder wie war ihre Reaktion? Nö, die haben es ja verstanden. Also, ach Gott, mit meinen Eltern, das ist so verrückt. Naja, komm, jetzt sag ich's. Weil du das vor uns gemeint hast, hier mit WLAN, die umschwingen. Also meine Eltern sind die Wechselwähler vor dem Herrn. Also es ist völlig krank. Die haben vorletztes Mal haben sie SPD gewählt, davor Grüne, jetzt AfD. Ich weiß, dass mein Vater ganz, ganz früher auch mal NPD gewählt hat einmal. Also die haben alles schon gewählt. Wirklich, das ist völlig irre. Kuchen TV und alt, ich habe mal NPD gewählt. Ja. Okay. Eher rechts. Aber ich kenne auch Linke. Das gehört alles dazu. Genau. Wir kennen uns zwar nicht, aber wir verstehen uns alle gut, wie Juliette und ich. Wir kennen uns erst seit heute Morgen um 7:30 und haben uns sehr, sehr gut verstanden. Nein, nein. Okay, Adri, das haben heute Morgen alle gleich verstanden. Le Rassemblement national lance sa campagne des européennes. Meeting à Marseille pour Jordan Bardella, très haut dans les sondages, nous indique ce matin le JDD. Die Europawahlen sind sowas wie der Beginn der Präsidentschaftswahlen, wenn wir da einen Sitz gewinnen. Das sind die letzten landesweiten Wahlen vor den Präsidentschaftswahlen. Das wird ein Stimmungsbarometer für Frankreich. Und ein Türöffner, wenn wir bei den Europawahlen einen Sitz gewinnen. Also ich muss dich wirklich beipflichten, bisher richtig gute Optics. Ja, es ist angenehm auch, dass, weißt du, was mir nämlich auch auffällt? Es gibt hier gar nicht so einen krassen Kommentator, der hier belehrend ist. Ja, du hast genau, völlig der recht. Hier so übelst belehrt und jedes Wort auf die Goldwaage legt und das für dich einordnen muss. Also es ist total angenehm, tatsächlich. Also ja, man merkt, dass es halt von Franzosen gemacht ist, ne, von Deutschen. Ich bin mal gespannt, ob der Holzhammer, so dieser belehrende Hammer später noch kommt. Oder ob das hier so auf dem Niveau bleibt. Also bisher ist es total angenehm. Also so Arte und Dreisatz, das sind auch so Sender, die könnten bleiben. Okay, wenn du meinst. Mit minimalen Rundfunkbeitrag. Ja. Mhm. Halt auch, weil die Franzosen da auch mitzahlen. Ne? So ist es ja nicht. Oh. Stolz auf dich. Selbst wenn ab jetzt was passiert. Siehst du nicht, dass ich hier fahre? Du bist schuld. Hast du keine Augen im Kopf? Jetzt fahr und nerv mich nicht. Sonst steige ich aus. Franzosen. Ja. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Es hat ja nicht mal eine Beule gegeben beim Auto. Ja. Oh,
Ganz ruhig. Wisst ihr jetzt, wo das ist oder nicht? Nein, absolut nicht. Wir gehen auf gut Glück. Kann man im Saal vapen? Ich vape da drin schon. Das muss hier sein, bei dem Aufmarsch an Polizei. Schönes Meeting allen. Ob die jetzt auch so richtig Antifa-Gegendemos haben? Ja, interessant. Also bestimmt. Kann ich mir vorstellen, das gibt es auch. Also ich weiß zumindest, dass es Antifa auf jeden Fall in Frankreich auch gibt. Ja, also, das stimmt, das stimmt. Und das nicht so knapp. Wobei, den muss ich zumindest an, wie soll ich sagen, hoch anrechnen. Bei Corona waren die hart gegen die Maßnahmen. Also die haben da sogar richtig gesagt, wo ist eigentlich die deutsche Antifa gegen diese faschistischen Maßnahmen? Ach so, da habe ich mal so einen schönen Livestream gesehen, wo die da die deutschen Antifanten zur Schnecke gemacht haben. Zu Recht. Okay. Ja, das war sehr erfrischend. Okay, lustig. Okay. Hier ist aber schon viel los. Hammer, das ist super nett hier. Es ist vor allen Dingen keine Würstchenparty. Ne? Hm. Also Bombenoptics, muss man sagen. An der Stelle. Gute Partnermenschen. Sag das und mal, wie es ist. Ja. Junge, gut gelaunte Menschen mit französischen Flaggen. Ja. In den letzten 30 Jahren hat die Partei Marine Le Pens Mittel und Wege gefunden, die Jugend anzusprechen. Mit Jordan Bardella trat sie in die Ära TikTok und der sozialen Netzwerke ein. Bei den Europawahlen liegen sie ganz vorn bei jungen Menschen. Aha, interessant. Also bei den Europawahlen liegen sie ganz vorn bei jungen Menschen. Interessant. Also tatsächlich wie bei uns mit der AfD. Die sind da stärkste Partei. Cool. Und anscheinend auch mit einem gewissen Abstand. Sonst hätte man ja so gesagt, so vorn oder sowas. Oder an erster Stelle und nicht das so betont. Macht halt total Sinn. Also die werden die Probleme, wie gesagt, hautnah erleben. Ich habe ja mal vor 10 Jahren, ist es jetzt schon her, habe ich mal so einen Erasmus-Aufenthalt gehabt in Frankreich für 4 Monate. Und boah, danach bin ich rechts geworden. Das habe ich ja schon oft erzählt. Ja. Davor war ich Grünwähler. Das war wirklich so. Ja, es war das Erlebnis, was mich aufgeweckt hat. Es war so lustig. Also da, und ich habe es sofort gemerkt. Also das war wild. Das war richtig wild. Wir wollen den 9. Juni zu einem Tag des Stolzes und der Leidenschaft machen. Ihr wisst, ich habe die Absicht, uns zu repräsentieren. Als Kandidat bei den Wahlen am 9. Juni 2024. Jordan sieht gut aus. Ein schöner Mann. Das steigt ihm sicher manchmal zu Kopf. Jordan, mein Leben! Er hat schon viele Groupies. Er ist so eine Art Celebrity, wie ein Topmodel oder wie ein Star. Dabei ist er einfach nur ein Politiker. Er hat damit eigentlich nichts am Hut. Mich interessiert nicht unbedingt seine Schönheit. Also das sehe ich tatsächlich sehr kritisch. Also ich finde, ein Politiker sollte nicht für sein Aussehen beliebt sein. Aber gut. Ja gut, das kann er sich ja nicht aussuchen. Ne? Aber es ist natürlich von Vorteil. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, also wenn ich an diese belgische Gesundheitsministerin zurückdenke, die 160 Kilo wog oder so. Maggie de Block meinst du? Ja, Maggie de Block. Ist die wirklich der Block? Die ist wirklich so. Ja, die ist wirklich so. Und die ist auch ein Block. Ja, die ist Maggie de Block. Ja, googelt mal bitte Maggie de Block. Manche Witze schreiben sich echt wie von selbst. Ja. Googelt mal bitte Maggie de Block, Leute. Ja. Und Block sogar B-L-O-C-K, so wie wir es schreiben würden. Ja, Mitglied der Abgeordnetenkammer von Belgien. Ja. Die ist Gesundheitsministerin. Zumindest mal gewesen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch ist. Das ist schon ein paar Jahre. Also ich finde, er persönlich hat für mich so ein falsches Lächeln, aber gut. Ja, ich finde es halt, ich frage mich halt, ob das jetzt nur die jungen Mädels so sind, die das so sagen, oder ob das generell so ist. Und für mich interessant, vielleicht könnte man darauf auch so ein bisschen drüber philosophieren, müssen wir jetzt nicht ausreichend machen, aber ich glaube, natürlich haben auch Länder unterschiedliche, andere Länder, andere Sitten, wie man so sagt, weißt du? Mhm. Also ich denke, das ist einfach nicht so im deutschen Gemüt, auf einen Politiker nur wegen seinem Aussehen abzufahren oder zumindest da so rumzublägen wie ein Groupie. Also wie, als würde jetzt hier die K-Pop-Band BTS oder so
ja auftauchen und irgendwelche jungen Mädchen greifen. Ich meine, sie war ja 17. Kann man das schon irgendwo verstehen, sinngemäß, wenn er dann noch gut aussieht? Das ist so wie bei Lindner. Ja, also diese Schwarz-Weiß-Fotos vor, boah, mittlerweile 10 Jahren oder was das war, da gab es ganz viele, die gesagt haben, er ist schon schnucklig und so. Also, das schwingt schon mit rein, ne? Ja, das ist so wild. Naja. Und ja, du musst ja irgendwie auch die Frauen erreichen. Also, ja. Ja, ich wollte es fast nicht sagen. Frauen und Wahlen. Das, das hast du gesagt. War nur ein Witz. War nur ein Witz, lieber. Mal, dass er ausstrahlt. Der strahlt wirklich was aus. Er ist nett, witzig, er hat Humor. Wo Politiker ja eigentlich immer eher mürrisch drauf sind. Ah, da ist sie ja. Ich habe mich schon mit Leuten gestritten. Schon mehrmals. Sogar in den sozialen Netzwerken. Wenn ich die Posts von Jordan Bardella oder Marine kommentiere. Du bist ein Fascho, du hast keine Ahnung, hau doch ab. Das lässt mich kalt. Weil ich weiß, dass die Leute keine Ahnung haben. Based! Die Frau gefällt mir. Die ist Vibe-Material. Also ich würde jetzt sagen, sie hat jetzt vielleicht auch nicht viel Ahnung, ehrlich gesagt. Aber sie ist halt noch sehr jung, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, ich habe immer großen Respekt vor jungen Leuten, die sich in irgendwelchen Jugendorganisationen politisch engagieren. Also natürlich vor allem, wenn es halt patriotische Organisationen sind, weil das auch viel Nachteile mit sich bringt. Also so im Freundeskreis. Du wirst halt oft dumm angemacht, weil die Jugend ist halt immer eher, naja, so ein Großteil doch eher links. Würdest du es dann auch gut finden, wenn der Wind sich gedreht hätte? Oh. Ja, schwierig. Also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, man sollte erstmal sozusagen seinen Platz im Leben finden, bevor man so sich politisch festigt. Weil gerade in dem jungen Alter ist man ja immer sehr anfällig für Utopien, nennen wir es mal so ganz vorsichtig. Weißt du was? Ich bin immer bereit zuzugeben, wenn ich falsch liege, und ich denke, du hast recht. Nee, ja, du hast recht. Weil natürlich ist es auf der anderen Seite, ist es ja, stürzt mich dann eher ab, weißt du, wenn du irgendwelche extrem linken, grünen SPD-Leute oder so hast, weißt du, die in Jugendorganisationen sind und da was vom bösen Kampf gegen Rechtsfaseln. Du hast recht. Ja. Also wenn ihr mit den Gedanken spielt, irgendwo dahin zu gehen, dann ja, nehmt oder steigert euch da nie so 100% rein. Auf jeden Fall, das sollte nicht euer Leben bestimmen. Politik sowieso nicht. Ja. Wie mich die 2 Stunden mitgerissen haben. Und noch dazu auf Englisch. Ich schwör's. Also ich kann mich nicht, wir waren mal zu Schulzeiten bei unserer Partnerschule irgendwo im tiefsten Frankreich. Ich kann mich nicht an solche Zäune erinnern und sowas. Und solche Trinkkreuze. Also irgendwas ist vielleicht ist da anders. Ist vielleicht nötig geworden. Ne? Naja, besser als diese Lego-Dinger sieht es schon mal aus. Ja. Kleiner Fun-Fact, zum Beispiel, na gut, nee, egal. Wobei, ich kann ja sagen, wo ich war. Ich war in Toulouse, so in Frankreich. Ist ja jetzt kein Geheimnis. Ja, und kurz bevor ich da hang, erstmal, als ich dort war, war ja dieses Attentat auf Charlie Hebdo. Und dann war das ganze Land im Ausnahmezustand. Überall an den Bahnhöfen sind halt Leute mit Knarren rumgerannt, also Polizisten. Überall Sicherheitsbewachung. Und Toulouse war sowieso schon immer krass, weil schon ein paar Monate bevor ich dort aufgeschlagen bin, war da auch ein islamistisches Attentat. Da hatte irgendein Typ mit einem Messer an eine jüdische Schule gegangen und hat dort ein paar Kinder abgemetzelt. Ah, okay. Also, da geht's halt schon länger hoch her. Also, und deswegen bin ich damals halt auch rechts geworden, als ich dort war, weil ich genau gesehen habe, so wie es hier ist in Frankreich, so wird's auch mal bei uns werden. Und das war halt vor 10 Jahren. Und ja, ich bin der Meinung, du bist jetzt ein Prophet gewesen. So. Ja. Ja, ja. Ich bin stolz, Französin zu sein. Dazu stehe ich. In meiner Klasse weiß das jeder. Ich verstehe nicht, dass die Leute nicht stolz sind, Franzosen zu sein. Ich bin stolz. Oh Junge oder oh Mädel, komm mal nach Deutschland. Ja.
Wir haben eine schöne Geschichte, haben Kriege gewonnen, Napoleon und all das. Ich verstehe nicht, dass die Leute nicht auch so drauf sind. Und wen wählt deine Mutter? Bei den anstehenden Wahlen weiß ich es nicht. Aber ich denke, von Badella hält sie nicht so viel. Ja, die stimmt für die Opposition. Wen hättet ihr gewählt? Weiß ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht so. Da habe ich keine Meinung. Und du, wen würdest du wählen? Na, Badella. Und du? Auch Badella, auch wenn ich ihn nicht so gut kenne. Haben Le Pen und Badella nicht ungefähr dieselben Ansichten? Die gehören doch zur gleichen Partei. Sind die nicht verwandt? Naja, Jordan, also Marine war die Parteichefin von Rassemblement National und Badella ist ihr Nachfolger. Jetzt ist er Parteichef. Aber sie sind zusammen, sie sind Verbündete, beide in derselben Partei. Wie heftig das ist, dass nach 8 Minuten noch nicht irgendwie aus dem Off gequatscht wurde. Das ist erfrischend. Das ist echt so krass. Also das ist gerade wie Entspannung für mich, dieses Format. Also man muss hier nicht jede Sekunde reingrätschen und irgendwas zurechtdrücken, was hier Falsches oder, ich sag mal, Tendenziöses gesagt wird aus dem Off. Du hast völlig recht, das ist total geil. Und es ist lustig, so habe ich die Arte-Dokus in Erinnerung von vor 15 Jahren. Also es gibt sie anscheinend noch. Es gibt sie noch scheinbar, ja. Zumindest von französischer Seite. Das ist echt angenehm. Was Badella sagt, ist nicht alles so schlimm. Aber anderes finde ich nicht so toll. Zum Beispiel Häuser für Franzosen. Das finde ich ein bisschen zu unsozial. Aber das ist doch normal. Wir sind hier in Frankreich und da ist es normal, dass die Franzosen zuerst kommen. Danach kann man auch anderen helfen, aber naja, die Franzosen zuerst. Das macht doch mehr Sinn. Das ist ihr Land. Und willst du später was machen? Dich einbringen, wie dort, bei den Versammlungen? Ja, in Meetings. Ja, aber nicht nur das. Man hat mir schon mein Kreuz weggerissen, weil ich Christin bin und mich als dreckige Weiße, als dreckige Französin beschimpft. Und genau das, sowas hat die schon in ihrer Jugend erlebt. Ja. Und als Christin, nicht mal als Jüdin so, ne? Für mich war das erniedrigend, weil das hier mein Zuhause ist. Ich bin in meinem Land. Und im Grunde ist mein Land christlich. Das ist doch nicht normal, dass ich bei mir zu Hause kein Kreuz tragen kann. Ich meine, ohne Autorität gibt es auch keine Zivilisation. Die Leute brauchen ein Fundament. Die wird ja immer bester. Alter, und vor allem, wie krass, dass die das einfach alles sagen kann, ohne dass hier ein Scheiß-Kommentator reingrätscht. Also das ist ja mal so geil. Oder so sagt, ja, vermeintlich, wisse, bei so einer Weih-Kollektivreportage zum Beispiel, dann wird das erstmal so eingeleitet, ja, sie glaubt, dass hier vermeintlich Christen angegriffen würden oder so, weißt du? So hart im Konjunktiv und dann wird eine Aussage genommen und oder so, der Klassiker ist ja neuerdings, du siehst, wie sie im Hintergrund redet und die Erzählerstimme erzählt, ja, was sie angeblich gesagt hätte. So. Genau das. Aber halt genau irgendwie anders. Das ist ja so angenehm. Es ist so angenehm. Den Gelbwesten sieht man, die sind ganz klar unzufrieden. Da gibt es ein Problem. Und das kommt nicht nur von uns. Das kommt ganz klar auch von denen an der Macht. Meine Kinder sollen später nicht in so einem Land leben. Sie sollen zu Hause sicher sein. Ich will nicht von hier weg müssen, weil es zu gefährlich ist. Oh. Es werden Plakate geklebt. Sie hat sich Entschuldigung, ich wollte gerade reinreden für die Audio-Zuhörer. Ja, sie hat sich zum Wahlplakat kleben verabredet. Ja. Ich habe das schon meinen Eltern erzählt, aber noch nichts Konkretes gemacht. Ich habe ihnen grob erzählt, was ich vorhabe, und da waren sie nicht gerade begeistert. Weißt du, wo wir kleben können? Nein, ich kenne mich nicht so gut aus. Wir finden schon was. Da sind welche. Es ist die Frage, ob das Wahlplakate sind oder ob es halt so Wohnzimmerverschönung. Es geht um unsere Zukunft. Wenn wir nicht mitmischen, wer dann? Wir müssen das in die Hand nehmen und andere junge Leute mitreißen. Die Plakate sind schön. Ja, das sind die neuen aus Marseille. Wir müssen sagen, das reicht. Wir wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und stehen hinter Jordan, Badella und Marine. Ah, das ist interessant. Also, die machen das halt hier, Freischnauze, sag ich mal. Also irgendwohin, ja. Also
Ich weiß gar nicht, wie das so ist, wie das bei uns ist. Wäre das jetzt strafbar zum Beispiel, wenn du jetzt ein anderes Plakat hier überklebst? Weil dahinter ist ja so ein, für so einen Dinosaurierpark wahrscheinlich, irgendein Plakat. Ja, also bei uns wäre das nicht strafbar. Ja, ja. Bei denen, ich frage mich, ob das jetzt bei denen strafbar ist oder ob das jetzt, sowas gibt es ja bei uns auch. Es gibt jetzt ja Flächen, die sind nicht als Plakatflächen ausgezeichnet, da tut trotzdem einfach jeder hinkleben, da ist es zum Beispiel nicht strafbar. Wahrscheinlich ist das hier so eine Fläche, kann ich mir vorstellen. Also ganz ehrlich, die werden ja jetzt nicht vor der Kamera hier eine Straftat begehen. Ja. Und das noch kommentieren. Das ist Straftat, ne? Plakate aufhängen. Ja, ich weiß, ich sage nur. Wir kleben Plakate für unsere Partei. Am Ende kann nicht jeder unserer Meinung sein. Wenn dir das nicht passt, kannst du das überkleben. Aber wir kommen wieder und überkleben das einfach nochmal. Okay, da hast du deine Antwort. Es ist noch nicht so lange her, da war er der Chef der Jugendorganisation und ist dann an die Parteispitze aufgerückt. Und da weiß er genau, als er jung war, hat er das auch gemacht. So kommt halt jeder mal dran. Hier hängen wir noch ein Plakat von Marine auf, damit man sie nicht vergisst. Das Plakat spricht uns an, weil wir auf dem Land leben. Und es ist ein ganz anderes Leben als das unserer Pariser Regierung. Sie sollten mal etwas öfter aufs Land kommen, damit sie die Wirklichkeit vor Ort sehen. Ja, das muss man vielleicht noch erwähnen, dass Frankreich noch eine ganze Ecke zentralistischer ist als Deutschland. Also da gibt es halt wirklich nur Paris als Machtregion. Dann hast du ganz viel Land und dann hast du vielleicht noch so Südfrankreich, so ein bisschen was mit etwas größeren Städten. Aber so dieses Föderale wie in Deutschland ist da überhaupt nicht. Mhm. Und die Entscheidungen bei denen werden halt wirklich mit Blick auf Paris immer gemacht. Was natürlich für die Landbevölkerung, wie er sagt, halt absolut scheiße ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch gerade ganz lustig. Ich habe jetzt mal schnell gegoogelt, Bevölkerungsdichte, gerade Frankreich. Ja, und es ist tatsächlich so, wie du sagst. Also Paris ist hier so tiefrot und auch ziemlich groß. Da sind halt die meisten Menschen, ja. Und dann, wie du sagst, unten sind dann halt noch ein paar rote Blöcke. Also die Einzelstädte halt Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Pipapo, Lyon. Ja, aber so der... Dazwischen ist nichts, ne? Dazwischen ist eher wenig, tatsächlich, ja. Ja. Die sind ein bisschen arg weit weg vom echten Leben. Vor allem, auch krass, weil der Réveillon heißt doch erwacht, oder? Also da steht doch einfach mal auf dem Plakat Frankreich erwacht. Also, okay. Ich müsste mal jetzt kurz googeln, Réveillon, ist das Erwachen? Dachte ich zumindest. Also, okay. Lustig. Das, was halt noch fehlt, ist, dass die Probleme in der Doku benannt werden. Das ist bisher alles noch diffus. Wir fühlen uns von der politischen Klasse etwas übergangen. Jetzt redet jeder von uns, von den Landwirten, wegen der Krise. Aber es gab uns ja schon... Entschuldigung, Réveillon, das heißt übrigens, es kommt zurück. Frankreich kommt zurück. Es ist mein Französisch doch eingerostet. Ja, es erwacht nicht, es kommt zurück. Aber es gab uns ja schon vorher. Wir sind ja nicht erst im Januar aufgetaucht. Kommt! Jordan versucht immer, uns zu unterstützen. Er stand immer auf der Seite der Landwirte. Er hat nicht für die Freihandelsabkommen gestimmt, die uns jeden Tag langsam aber sicher töten. Und deshalb setzen wir große Hoffnungen auf ihn. Wir sagen nicht, dass wir den ganzen freien Handel unterbinden wollen, alles verbieten und nur in Frankreich anbauen wollen. Aber wir müssen kontrollieren können, was wir exportieren und importieren, und zwar unter bestimmten Bedingungen. Wenn man sieht, dass sie nun auch freien Handel mit der Ukraine treiben, man kann nicht willkürlich ukrainischen Weizen importieren. Was ist mit unseren Getreidebauern? Wohin mit deren Weizen? Ja, also bis jetzt kann ich es 100% unterschreiben. Also klar, ein bisschen Handel sollte man treiben müssen und können. Aber diese Freihandelsabkommen sind wirklich der Tod für sämtliche kleine Betriebe. Das betrifft ja nicht bloß die Bauern, das betrifft ja eigentlich alle Branchen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie soll der Staat seine Leute schützen, wenn es diese Abkommen gibt? Da kannst du ja dann nicht mehr irgendwelche Zölle und so erheben. Also das ist echt der Tod. Weißt du, was interessant ist? Jetzt gerade, wo du Pause gemacht hast, jetzt zum ersten Mal kommt dir eine Kommentatorstimme. Also die was sagen will. Ja, hör doch mal wieder rein. Wie Tom stimmen in Frankreich viele auf dem Land für den Rassemblement National. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen hat die Partei doppelt so viele Landgemeinden erobert, wie die des Präsidenten der Republik.
Also fand ich es gar nicht schlimm, den Einwurf, bis auf erobert, aber na gut, kann man noch durchgehen lassen. Man ja, das geholt, war voll okay. Man hätte auch geholt sagen können, aber geschenkt ist okay. Also kein Vergleich zu den sonstigen ZDF oder ARD. Auf jeden Fall. Also das ist, man könnte fast sagen, sachlich und objektiv. Dass sowas verliebt noch gibt. In den ÖRR. Ja, es ist absoluter Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. In dem ich aufgewachsen bin. Es hat ungefähr 730 Einwohner. Man weiß nicht, ob der Bürgermeister nochmal antritt. Wir wissen nicht, ob es einen Nachfolger gibt. Wenn es wirklich niemanden gibt, der sich aufstellen lassen möchte, dann stelle ich mich 2026 vielleicht auf. Wow. Das war mal die Bar von Chalin-le-Comtal. Das war sowas wie der Treffpunkt der Leute hier am Wochenende. Aber vor 10 Jahren haben sie das verkauft und zu Wohnungen umgebaut. Unser Hauptziel? Wieder eine Bar eröffnen oder einen Lebensmittelladen, wo die Leute sich am Freitagabend treffen können. Hauptsache, ich kann meinem Dorf helfen, zu wachsen und attraktiv zu bleiben. Man möchte die ja einfach nur reden lassen, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und das Schlimme ist, das hätte jetzt ja gerade so ein ganz klassisch linker Take sein können. Ne? Wir wollen wieder so einen Lebensmittelpunkt in der Gemeinde erschaffen, wo auf jeden sich die Fall, Leute ja. begegnen. Also, ja. Ja, ja. Ist doch super. Auf jeden Fall. Ja, es ist, wie du sagst, es könnte von einer linken Partei sein. Sehr sozial an der Stelle. Wir sind schon stolz, dass mal ein Abgeordneter nach Chalon kommt. Vielleicht kommen Leute aus dem Dorf und hören sich an, was er zu sagen hat. Das zeigt auch, die Partei ist nicht abgehoben und geht sogar in kleine Dörfer mit 700 Einwohnern. Wir hoffen, dass er über Europa spricht, über die Landwirte und die anstehenden Herausforderungen nach den Europawahlen. Denn was passiert danach? Also haben wir das dir zu verdanken? Ja, schon mir. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob wir den Saal haben können, und er hat ihn uns gratis zur Verfügung gestellt. Du schneidest Scheiben für Städter. Schneide mal richtige Scheiben. Aber für Jordan wäre das zu klein gewesen. Zum ersten Mal kommt eine einzelne Partei in den Umfragen auf über 30%. Das gab es noch nie. Da kann man schon mal applaudieren. Aber Achtung, das sind nur Wahlabsichten und die Wahl wird nicht schon im Vorfeld entschieden. Deshalb haben wir Sie heute hier eingeladen, um Sie zu bitten, dass Sie Ihre Familie mobilisieren, Ihr Umfeld, damit diese Wahlabsichten am 9. Juni zu echten Stimmen werden. Mit einem Stimmzettel für Jordan Bardella in der Urne. Was ich auch krass finde an der Doku, die Leute, die hier so zeigen, also dass sie es halt nicht darauf angelegt haben, hier irgendwie schlechte Optik zu präsentieren, dass du dir halt von den Leuten, die jetzt hier sitzen, zum Beispiel einen Dulli rauspickst oder so, den du dann vor die Kamera setzt. Also, weißt du, das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, als die einzelnen Zuschauer präsentiert wurden. Also quer durch die Gesellschaft, Leute, also du hast völlig recht. Kommen alle gut an. Das. Also, Leute, man muss sich das wirklich mal vergegenwärtigen. Wir haben uns hier so viel GZ-Schrott angeschaut mittlerweile. Das ist wirklich wie... Wir sind gerade hier auf Chor. Es ist wie Feuer und Wasser. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was wir hier sehen. Das könnte man so als langen... wie heißt der? Monitor oder so? Der immer diese Clips vom bringt. Monitor? Nee, der Typ? Der immer diese Clips bringt. Ach, Horizont. Horizont, oh Gott, das wäre Entschuldigung, ja. Das wäre ja halt so ein Ding, so eine Arte-Toku und so eine ARD-Toku daneben, ne? Ja, hier hättest jetzt schon so ein Reichsbürger-Dulli im Dauerframe drin. Auf jeden. Ich fand es nur sehr interessant bis jetzt. Die haben ja gesagt, jetzt kommt endlich mal wieder ein Politiker in die Stadt. Also, ins Dorf. Oder die haben ja nur Dorf, 700 Einwohner. 700 Leute, genau. Also die ganzen anderen Parteien, die scheint das Land überhaupt nicht zu kümmern anscheinend. Ja, das ist merkwürdig. Ja, finde ich auch merkwürdig, ja. Na gut, wobei, ganz ehrlich, in was für ein Dorf kommt in Deutschland irgendein Politiker? Also jetzt ein wichtigerer, sage ich mal. Der geht halt nicht in irgendwelche Dörfer, der geht halt in Städte, logischerweise. Also auch Björn Höcke, weißt du, der geht jetzt in den Dörfer. Ja gut, hier ist ja auch nicht der Shootingstar hier jetzt gerade vor Ort, sondern irgendein anderer. Aber immerhin, ne? Ich finde, das ist auch vielleicht eine gute Strategie. Also auch auf Deutschland bezogen, dass man halt dann so ein, ja,
ja, irgendwie ein paar Ränge runter, jetzt bleib mal bei Björn Höcke nimmst und der dann so durch die Dörfer tingelt. Warum eigentlich nicht, ne? Naja, ob der so klein ist, weiß ich gar nicht. Also ich meine, er war ja Leiter der Jugendorganisation immerhin von hier Rassemblement National. Der jetzt hier und spricht, der, ja? Genau, der Jordan Bardella. Ich hab den mal ganz nicht da. Das ist doch jemand anders. Ach so, Entschuldigung, aber ich dachte, ah, pardon, ich dachte, der kommt. Ich dachte, der kommt noch irgendwie dann eine Stunde später. Ach so, na gut, vielleicht, ja, schauen wir mal. Okay. Ja. Man bemerkt in den Städten immer mehr Gewalt und Unsicherheit. Zurzeit sind wir noch einigermaßen davor geschützt, aber uns ist klar, wenn wir mehr Migranten aufnehmen, wird man sie auch hier bei uns, auf dem Land, unterbringen. Und das macht uns Angst, weil wir nicht wollen, dass die Ruhe in unseren Dörfern am Ende noch der Unsicherheit weicht. Und da muss ich sagen, ist Deutschland schon weiter. Also diese Ansiedlung von irgendwie 500 Leuten bei einer 700-Leute-Gemeinde, das ist ja hier schon Realität. Also das ist in Frankreich anscheinend noch anders gelöst, in Anführungsstrichen gelöst. Ja, also ihr könnt ja hier mal bei uns gucken, wie gut das funktioniert. Spoiler, gar nicht. Ja, auf jeden. Was ich noch kurz einwerfen wollte, also natürlich hat er recht, auf dem Dorf ist man sicher. Aber das Krasse ist, in Frankreich geht es ja sogar teilweise schon ins Dorf. Hast du von dem Fall in Crépol mitbekommen, letzten November in Frankreich? War das diese Disco oder dieser Abiball, wo dann... Richtig. War das? Richtig. Also es war ein Dorffest. Also es war jetzt kein Disco. Es war ein ganz normales Dorffest mit Jungen, mit Alten in einem Dorf halt. Weißt du, in so einem sehr weißen Dorf. Und das sind da... aus irgendwelchen Neubausiedlungen, also von ganz anderen Städten, sind ja quer durchs Land irgendwelche Islamisten gereist und ich glaube, ich habe doch sogar sich auf die Fahnen geschrieben, hier töte die Weißen. Sind genau, gewesen, genau. Ne? Und die sind dann dort mit Messern rumgerannt und haben die Leute abgestochen. Ja. Also und haben sich halt mit Absicht irgendein Dorffest auf dem Land gesucht, weil sie da wussten, ja, da dauert es lang, bis die Polizei kommt und so und da können wir viele erwischen. Also so krass ist das schon gefangen, ja, wirklich so krass. Und dieser Crépol-Fall, auch interessant, so richtig viel, finde ich, hat man in Deutschland davon nicht gehört. Also jetzt zumindest nicht in der Tagesschau, dass das kam, meine ich. Ja klar, das also ist traurige Realität. Wie ist es denn in Frankreich hochgekommen? Das ist doch die spannende Frage. Ja, das weiß ich leider nicht, aber ich nehme an, das müsste, wird das dort auch nicht so Wellen geschlagen haben. Na, glaube ich nicht, dass man das dort unter den Teppich kehren kann. Das kann ich mir nur vorstellen. Also wenn es immer... Tja, man müsste wissen, was haben die für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja, in welcher Ausprägung? Ja, das wäre interessant. Vielleicht wirst du das einer der Zuschauer. In den sozialen Netzwerken wird das natürlich hochgekocht sein. Klar. Ja. Also würdest du gerne das Rathaus erobern? Ja, würde ich gerne. Ein sehr schöner Plan. Oben auf der Liste oder als Beigeordneter. Wie alt bist du? 21. Das ist aber jung. Wir brauchen Leute, die mit dir gehen, einen Plan haben. Unser Plan ist, wir haben keine Läden. Neue Läden im Zentrum. Seht euch Jordan an. Er hat früh angefangen und jetzt liegt er bei den Europawahlen an der Spitze. Bei dem hieß es immer, was für ein Grünschnabel. Er ist zu jung, hat keine Substanz, kein Format. Und jetzt ist er der Favorit. Jugend ist kein Handicap. Wenn man was im Kopf hat, ist das von Vorteil. Das versuche ich. Auf dem Land muss man ein aufrechter Bürger sein. Auch das war ja wieder eine richtig gute Ansprache. Also auf jeden Fall. Er hat ihm ja sinngemäß den Kopf gewaschen und gleichzeitig ermutigt. Ne? Auf jeden Fall. Und das wurde einfach so unkommentiert hier dargestellt. Also ich meine, die kommen alle durch die Bank ziemlich sympathisch rüber von der Partei. Muss man wirklich sagen. Das ist fast wie ein Werbefilm. Krass. What the fuck? Das ist fast wie ein Werbefilm. Das ist echt cool. So, wir sind jetzt hier bei der Hälfte, das ist jetzt ein guter Schlusspunkt erstmal für den ersten Teil. Ne? Im ÖRR wäre jetzt sowas gekommen wie die Rattenfänger des Rassemblements versuchen, die Jugend zu umgarnen und mit geschickten Einflüsterungen für sich zu gewinnen. Genau das wäre jetzt gekommen. Genau das. Ja, also du könntest die Texte schreiben für dich. Ja, genau sowas. Genau sowas. Ich schreibe die Texte. Es wird bereits versucht, die Jugend zu radikalisieren oder einzufangen. Ja, genau. Ja. Und dann immer solche Begriffe auch einfangen, Rattenfänger. Das muss noch irgendwas verfänglich sein. Also es kann jetzt kein normaler, objektiver Begriff sein. Es muss immer irgendein starkes Verb sein. Bist du so ein beschreibendes Verb? Ja.
Und rechtsextrem in jedem Satz irgendwie. Ja, na, das sowieso. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich gleich zum zweiten Teil. Bis dahin. Tschüss.